Du kannst nicht sicher sein bei dem, was ein Prediger behauptet, was angeblich im Griechischen steht. Du kannst nicht sicher sein, ja, das ist die Wahrheit, wenn er sagt, Tetelestai, das bedeutet, dass die Schuld bezahlt ist. Wenn jemand irgendwie damals im alten Griechenland und dann kommen sie mit all den historischen Beispielen, wovon sie überhaupt keine Ahnung haben, sie haben das einfach nur aus irgendeinem Kommentar gelesen. Und der Kommentator hat das auch wieder aus anderen Büchern, die haben das auch wieder aus anderen Büchern, sie haben nicht wirklich eine Ahnung, okay. Und im alten Griechenland damals, dann hat man Tetelestai auf den Schuldschein geschrieben und all so ein Quatsch denken sie sich aus. Wie kannst du dir sicher dabei sein, wenn du nicht wirklich die Sprache kennst? Aber schau, da kann man natürlich sagen, ja gut, aber derjenige, der das erklärt, der kann doch die Sprache. Aber er übersetzt es nicht wirklich. Würde er es wirklich übersetzen, das Griechische, der Prediger, der zum Griechen zurückgeht, dann würde er dasselbe sagen, was in deiner Bibel steht. Aber er sagt nicht dasselbe. Sondern er pickt sich die Definition raus, die ihm gefällt. Schau, mit einer Fremdsprache lässt sich viel Unwesen treiben. Weil Leute automatisch denken, oh, der ist schlau, der weiß ja, was da steht. Dann kann er dir erzählen, was er will. Aber mit Deutsch lässt sich nichts verstecken. Schau, wenn der Prediger einfach Deutsch redet, verständliches Deutsch, natürlich kommen schwierige Wörter in der Bibel vor. Die Bibel hat ein großes, reiches Vokabular, das man natürlich erklären muss als Prediger, aber auf Deutsch eben, nicht indem man zu einer anderen Sprache zurückgeht, mit der man es dann noch komplizierter macht. Was ist das für eine Logik? Wenn der Prediger ganz einfach Deutsch redet, es verständlich macht, es möglichst einfach herunterbricht, dass jeder der Predigt folgen kann, was mein Ziel ist als Prediger, weißt du, ich kann da nichts verstecken als Prediger. Du kannst dann alles prüfen und das Gute behalten von dem, was ich sage. Ich hoffe, dass alles gut ist. Aber natürlich liegt die Wahrscheinlichkeit ganz einfach bei buchstäblich 100%, dass Prediger, dass ich Fehler mache. Und schau, auf Deutsch, da kannst du alles prüfen und das Gute behalten. Wie willst du das machen mit Griechisch? Wie willst du da alles prüfen, wenn du selbst null Interesse hast, daran Griechisch zu lernen, null Interesse daran hast, überhaupt irgendwie eine Sprache zu lernen? Schau, niemand muss eine Sprache lernen. Preist den Herrn, dass er gnädig ist, trotzdem er die Sprachen verwirrt hat, um die Völker zu zerstreuen, dass es eben nicht dieses Babel gibt, sprich Babylon, diese eine Weltregierung und so weiter. Wenn der Herr, trotzdem er die Sprachen verwirrt hat und die Völker zerstreut hat, ist so gnädig und macht es möglich, dass Völker in ihrer eigenen Sprache Gottes Wort hören können. Dass in jeder Sprache Gottes perfektes Wort existieren kann. Es gibt nichts Geheimes im Griechischen.